Hallihallihallihallo, liebe virtuelle Welt. Hier ist euer alter Mann. Und zwar am Montag, dem 30. November 2020. Mein bürgerlicher Name ist Werner Michael Heuss. Und mein Thema heute ist: Warum geht die Titanic der sozialen Netzwerke unter? Und zwar der Teil 7. Ich habe die Halbmonatsauswertung, also am 15. mir schlicht und einfach erspart und habe erstmal den ganzen Monat durchgeschaut, was denn noch alles so an tollen Neuerungen im von König Schnacknack so abfällig benannten gelben Laden. Leute, ich komme nicht drüber weg, egal. Was so alles passiert, und es hat sich gelohnt, ihr Lieben, ihr wisst es selber. Wie? Nicht? Doch? Okay, bevor ich mit den Fakten starte, möchte ich erstmal für diejenigen, die vielleicht lieber gucken als lesen, mal vorlesen, was ich überhaupt den Videos, die ich bis jetzt gemacht habe zu diesem Thema, als Begleittext drunter geschrieben habe. Und zwar: seit Jahren ändert eine Community ihr Gesicht, ohne die User mit einzubeziehen, die angeblichen Beschützer aller User wurden von 200 auf aktuell weniger als 10. Seit neuestem sind sie ja nicht mal mehr sichtbar, so seit etwa 3-4 Wochen, keine Ahnung, reduziert. Und insgesamt führte das alles in logischer Konsequenz zu einer Mitgliederabwanderung von mehr als 90%, und zwar in den Jahren 2012 bis dato. In Zahlen sind das 1,6 Pünktchen, Pünktchen Millionen. Ja. So ist das. Und die Abwanderungswelle hält an. Das ist auch überhaupt kein Wunder. Ich sage euch nur erstmal die nackten Fakten. Ich schreibe ja immer auf oder notiere. Was heißt schreibe auf? Natürlich notiere ich mir das im PC. Wir sind ja im 21. Jahrhundert. Da nimmt doch keiner mehr einen Stift und einen Zettel in die Hand. Ich bin sogar noch fauler. Ich mache Screenshots. Okay, durchgängig, als erstes kann man erstmal sagen, im Oktober war ja eine riesige Zuwanderung, die eigentlich schon fast auf 600 pro Tag hinwies. Ich habe beim letzten Monat aber nur mit 500 gerechnet. Im November war es deutlich weniger. Knapp über 400, also ist die Mathematik auch wieder einfach. Ich rechne mit 400, 30 Tage haben wir, dieser Monat hat 30 Tage. Ich rechne ja immer nur mit 30, weil ich ja faul bin. 30 mal 400 macht 12.000. 12.000 Neuzugänge. Was ein bisschen komisch ist an der ganzen Geschichte. Wenn ich die Zahl Ende Oktober, die Mitgliederzahl, die das Netzwerk auswirft, nehme, und davon die abziehe, ja, da wisst ihr schon Bescheid, was aktuell heute noch da ist, laut Angaben, dann ist das ein Minus von weiteren satten 4.300. Also 30 mal 400, 12.000 plus 4.800, 16.800 User haben das sinkende Schifflein verlassen. Die Gründe sind ganz einfach. Erstens mal dieses Super-Sahne-Highlight. Ich hatte euch ja schon erzählt und ihr habt es mir auch entsprechend reflektiert und so weiter. Dieses berühmt-berüchtigte Kartenspiel der Schönen und Reichen ist also nur für die Fünf-Sterne-Welt. Aus meiner Sicht, ich bin jetzt auf gut Deutsch ausgelutscht. Ich war schon runter bis auf Rang 1. Ich habe 102 Ränge verspielt, also die gesamten Punkte dafür. Ich komme aber am Ende des
Videos nochmal darauf zurück, denn ich weine den Punkten keine Träne nach. Und ja, dementsprechend kann ich jetzt nicht mehr großartig helfen. Und das erste Highlight in diesem Monat war natürlich die neue Version. Ich wäre jetzt beinahe geneigt zu sagen, Leute, ich bin nicht der Support von dem Laden. Wendet euch an die, die da angegeben sind, aber die findet man ja gar nicht mehr. Bilder sind keine mehr da. Und um überhaupt dahin zu kommen, ich glaube, ich mache mal, nee, kann ich nicht. Ich würde euch gerne ein Video machen und euch zeigen, wie ihr überhaupt dahin kommt, dass ihr vielleicht Hilfe bekommt. Das ist ja auch alles ein bisschen kompliziert geworden, so in den letzten Monaten. Ich weiß nicht, wie viele Mails. Werner, wo kann ich jetzt einen neuen Chronikeintrag machen? Werner, wo sind meine Freunde? Werner, wo sind die? Werner. Leute, was soll ich sagen? Ich bin nachweislich des regen Mailverkehrs, den ich habe, einer der wenigen Gruppenleiter, die noch aktiv ist. Ich habe 10 Gruppen. Was meint ihr, was nach dieser neuen Umstellung? Alles ist für mich mindestens doppelt so lang geworden wie vorher. Vorher war ich mit einem Klick im Gruppensystem. Heute muss ich erstmal unter meine ganzen Freunde überall scrollen, weil irgendwann am Ende auf der linken Seite erscheinen dann die Gruppen. Dann klicke ich da drauf, dann gucke ich rein, dann will ich was machen, dann will ich in einer anderen Gruppe posten, was ich am Tag vorher vorbereitet habe. Nein, dann muss ich mir das kopieren. Okay, dann gehe ich da raus, dann bin ich aber aus dem Gruppensystem raus, dann gehe ich wieder an die linke Seite, scrolle bis ganz unten, klicke wieder auf Gruppen und dann gehe ich in die Gruppe rein, wo ich was posten will. Es ist schier unglaublich, wie man eine saubere Menüführung, an die sich jetzt langsam jeder gewöhnt hat, so auseinandergeknallt hat. Erst kommt das, dann siehst du die Leute, die dir schreiben, dann kommen die Freunde, dann kommen die Leute, die online sind, dann kommt wieder irgendwo zwischendurch wieder ein Menüpunkt, dann ist das Profil, um auf das Profil selber zu kommen, da musst du erstmal oben rechts klicken, dann kommst du vielleicht irgendwann zu deinem Profil und alles ist ein Kuddelmuddel, eine Programmierleistung unter aller Kanone, kann ich nur sagen. Ich hatte ja auch meine eigene Webseite, eine professionelle. Also wenn mein Programmierer mit mir gemacht hätte für das Geld, was ich bezahle, da hätte es aber geraucht im Karton. Das könnt ihr mir glauben. Das nur am Rande. So, alle suchen, alle fluchen. Könnte man jetzt so sagen, aber ist tatsächlich so. So, und jetzt frage ich mal die Leute direkt. Ihr könnt mir ja per Video antworten. Also kommt nicht auf die Idee, mich wieder mit Mails vollzutüten. Ihr wisst meine E-Mail-Adresse, ihr kennt meine Webseite, ihr könnt von da, ihr könnt mir Mails schreiben, aber nicht in dem Laden. Darum bitte ich euch. Inständig. Und wenn man irgendwo was nicht findet, ihr klickt doch so gerne hier auf die Emojis und so weiter, wenn ihr Ticker beantwortet, da wisst ihr, wo die Emojis sind und könnt klickern wie die Götter. Aber warum setzt ihr euch nicht mal vor den Bildschirm? Und guckt euch ganz in Ruhe an, so ganz ruhig, Emotionen runtergefahren, ganz ruhig gucken. Ach, guck an, da sind ja die Freunde und da ist dies und da ist das. Okay. Und dann alles mal das Neue anklicken und mal gucken und das verarbeiten und dann dauert das 2, 3 Tage und es ist wieder drin. Es ist natürlich ärgerlich, aber zumindest hat man dann, und so stolz müsstet ihr eigentlich alle sein, dann hat man selber in Eigeninitiative rausgefunden, ah, das geht ja so und so und so. Und dann kann man das auch seinen Freunden erzählen. Da muss man nicht immer Onkel Werner anschreiben. Die haben einen hochprofessionellen, ja, da sind ja keine Moderatoren, das sind Sachverständige laut den Aussagen der Ausführungen. Schreibt die an. Die sollen was tun für ihren Job, wo sie sich da angeboten haben. Aber ich weiß, die haben andere Aufgaben. Spielt keine Rolle. Okay. Das nur am Rande. Aber jetzt mal ganz ehrlich. Neben dem Update und den ganzen Kuddelmuddel, wo ist was, gab es ja noch etwas.
Es ist all die Jahre das Gleiche gewesen. Alle haben gewartet. Oh, und mit den Ketten gerasselt und mit den Füßen geschabt. Weihnachtskalender. Nun ist er da. Wunderbar. Prima. Und während er in den Jahren davor immer kostenlos war und es gab was geschenkt, wirklich geschenkt, wirkliche Geschenke, heute muss man dafür die virtuelle Währung in Anspruch nehmen. Jetzt hat man nicht nur das Kartenspiel der Schönen und Reichen, nein, jetzt hat man auch noch einen Adventskalender, der richtig Kohle kostet. Und habt ihr schon durchgeblickt? Wie ist denn das jetzt nun? Kredits, Rubine, Sterne, tauschen. Kredits gegen Sterne, Rubine gegen Sterne, Sterne gegen Rubine. Habt ihr das schon durchgeblickt? Ich hab's mir durchgelesen. Ich habe einige Passagen überhaupt nicht verstanden, weil die geben überhaupt gar keinen Sinn. Wurde auch schon dick und fett per Chronikeinträgen von Usern thematisiert. Überhaupt keine Frage. Ich sage euch jetzt nur mal hier am Rande, ich mache auch noch einen entsprechenden Eintrag dazu. Ich suche unter euch, die da in dieser wundervollen Community sind, 25 User, die wirklich gewillt sind, in diesem Advent- oder Weihnachtskalender, im Moment weiß ich nicht, wie er heißt, mitzumachen, weil es ist müßig, immer nur was reinzulegen und dann entweder nichts zurückzubekommen oder aber, ja, da müssen wirklich schon Leute sagen, okay, ich mache da felsenfest mit, damit wir im, ja, Konzert der Schönen und Reichen mitspielen können. Was dieses Spiel der Schönen und Reichen betrifft, ich habe jetzt, ich weiß nicht, wie viel tausend Punkte verwendet dafür und Kredits auch noch einen ganzen Haufen, der kommt noch oben drauf. Und ich habe etwas erreicht, was ich mir gar nicht als Ziel gesetzt hatte. Mein Ziel war, ich wollte möglichst vielen Usern, die mir über die Jahre, die ich Gott sei Dank in dieser Community bleiben durfte. Ich formuliere das ganz, ganz bewusst so, ihr Lieben, weil seit Ende 2016 habe ich jeden Tag, ist einer meiner ersten Morgengedanken, kommst du heute noch rein oder ist dein Profil gesperrt und gelöscht? Weil wenn jemand so wie ich sich trotz jahrelanger Schikane und Mobbing nicht die Wurst vom Brot nehmen lässt. Und man kann ja in dem Laden selber nichts sagen, da wirst du ja gleich mundtot gemacht. Da habe ich ja nur eindeutige Erfahrung. Jetzt mache ich es ja außerhalb. Ich mache es in YouTube. Aber auch da meinen die noch, sie hätten die Herrschaft. Ich habe mich kaputt gelacht. Aber wenn jemand so wie ich sich nicht alles gefallen lässt, es interessiert mich nicht, ob diese Community kostenfrei ist. Das interessiert mich kein Stück. Ich würde sogar im Zweifelsfall, wenn alles ordentlich läuft, dafür einen monatlichen Obolus bezahlen. 5 € oder was, keine Ahnung. Würde ich machen, wenn alles seinen, ja, früher hat man gesagt, seinen sozialistischen Gang. Heute kann man nur sagen, vielleicht im Rahmen des deutschen Rechtes mit rechten Dingen gehen würde. So muss man es ausdrücken. Aber ihr wisst, auf meiner Karte, auf meiner Visitenkarte, auf meiner virtuellen Visitenkarte steht Frieden, soziale Gerechtigkeit und. Tja, das gebe ich und das möchte ich auch entgegengebracht bekommen. Vor allen Dingen Respekt. Habe ich in diesem Laden nur phasenweise empfunden. Und das war alles vor 2017, als man dort ja eine Revolution gestartet hat, die der ursächliche Gnadenstoß ist, dass alles den Bach systematisch runtergeht. Punkt. So. Onkel Werner muss jetzt seinen Faden. Es ist so viel. Ich sag euch jetzt mal eins, und das hat mich wirklich berührt. Und zwar tauchte am Samstag, heute haben wir Montag, also vor 2 Tagen, ein Chronikeintrag auf, öffentlich, von einer Person, die auch weit über 200 Kontakte hat. Und darunter wurde
Puh, da wurde kommentiert, 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 kommentiert. Ohne Ende. Ich könnte euch jetzt eine Viertelstunde vorlesen, aber ich lese euch nur vor, was logischerweise auch anderen außer mir aufgefallen ist. Und das sagt eigentlich alles. Ich lese es euch mal vor. Hallo. Nun muss ich doch einmal etwas loswerden hier, was das Kartenspiel für die neuen Weihnachtssets betrifft. Was ich nicht verstehe, ist, das Spiel hat erst begonnen und einige haben schon eine große Liste von teuren Geschenkgutscheinkarten, wobei andere Mitspieler nur die alten Blätter- und Pilzekarten bekommen und die teuren Kredits sind weg für nichts. Wem das jetzt nichts sagt, wer an dem Spiel nicht teilnimmt, man muss also entweder, ich habe es auch schon ein paar Mal gesagt, entweder kann man Punkte oder Kredits einsetzen, um überhaupt Karten zu erwerben, um die Schatzkiste zu öffnen und sich dann anzugucken, was das System an der Losbude rausgegeben hat. Und mittlerweile, das ist eins der schlimmsten schon, es gab 24 Sets. Ich sage ja, die größten aus dem Reich der Schönen und Reichen hatten nach 9 Tagen die ersten 12 Sets fertig, nach 18 Tagen die zweiten 12 Sets. Und jetzt, habe ich schon wieder gesehen, sind schon wieder welche mit den ersten Weihnachtssets fertig. Es ist unvorstellbar. Ich habe jetzt wirklich seit der ersten Minute volle Kanne an diesem Spiel teilgenommen. Ich habe noch nicht mal die ersten 24 Sets auch nur annähernd fertig. Aber ich gehe auch nicht hausieren. Es gibt ja Tauschbörsen. Ich war ganz erschüttert. Ich habe das gesehen. Es gibt offizielle Tauschbörsen in Form von Gruppen. Da kannst du reingehen, dann kannst du schreiben, hier tausche dies und das gegen das und dies. Und was da für Schindluder getrieben wird. Es gibt in diesem Spiel immer Schlüsselkarten. Überall, wo ihr seht, Wert 9,999 Credits. Das sind Schlüsselkarten, um Sets voll zu kriegen. Und da gehen die Schönen und Reichen und einige Schlitzohren hin und schreibe, ja, wer gibt mir die und die Karte? Ihr kriegt dafür von mir drei. Die geben euch irgendwelchen Pillepalle, den sie tausendmal schon gehabt haben. Ja, und wollen die Schlüsselkarten von euch haben. Und wer so dumm ist und das eventuell auch noch macht, und ich weiß nicht, wie viele das gemacht haben, dann kriegt ihr selber nie eure Sets voll. Weil ich hatte euch am Anfang gesagt, ihr braucht Freunde, die das Spiel mitmachen, ansonsten steht ihr auf verlorenem Posten. Manche Sets muss man voll kriegen, um andere Sets überhaupt voll zu kriegen. Und es gibt aber maximal zwei, ich sag mal, Schlüsselkarten. Also Karten mit Geschenken drauf, die man dann für ein anderes Set braucht. Und dann kann man eventuell mit zwei anderen Menschen sagen, okay, wir versuchen das und tauschen uns die gegenseitig, dann kriegen wir die Sets voll. Ansonsten ist das nicht möglich. Punkt. Ich habe eins geschafft. Stand gestern Abend habe ich 87 Usern, die ganz auf verlorenem Posten standen, wenigstens dafür gesorgt, dass sie ein Set vollbekommen haben. Und bei all denen, die mir ihr Vertrauen geschenkt haben und das mitgemacht haben, die mussten mir auch ein bisschen helfen. Toi, toi, toi. Es hat mir Freude gemacht. Es hat mir gezeigt, dass ich lange nicht so schlecht bin, wie ich in dieser Community von 350 plus 12 plus 1 plus 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 dargestellt werde. Und ich bin froh. Und ganz nebenbei, und das ist das Tolle, habe ich ein Ziel erreicht, von dem ich gar nicht wusste, dass ich das habe. Das hat sich erst so peu à peu ergeben. Wir haben ja das Jahr 2020 und ich habe am Freitag Nachmittag das 2020. Geschenk verschenkt. Ups. Einige wissen das, die in meinen Gruppen sind. Ich hatte jede Menge Gewinnspiele, wo es dreiteilige Sets zu gewinnen gab, Sonntagnachmittagsset, Kinder-Enkel-Set und so weiter. Ihr wisst, ich bin ein Fantasiemensch und jeder hat seinen Preis bekommen und jeder hat sich gefreut.
bis auf ja, einige ganz wenige Menschen. Und da möchte ich noch mal kurz einlenken. Ich habe am Samstag und gestern, am Sonntag, bin ich wirklich mit der Axt durch den Wald gerast und habe rausgeschmissen, 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 weil Menschen, die sich jeden Tag von mir einen Gästebucheintrag machen lassen, die sich jeden Tag von mir eine Emo machen lassen, die von mir drei Geschenke bekommen, und du kriegst noch nicht mal eine Antwort auf den Gebet. Du kriegst auch keine Emo zurück. Und für ein Geschenk nicht Danke sagen. Was sagen wir mit solchen Menschen? Ich hatte schon mal vor Jahren gesagt, als es mit der Mobberei aufkam, es scheint in diesem Laden so zu sein, dass du alles schlucken musst. Du musst für andere möglichst 36 Stunden am Tag rund um die Uhr, ihr wisst, ich übertreibe, da sein. Alles geben und als Dankeschön kriegt ihr nichts. Ein Tritt in den Arsch vielleicht noch. Und hintenrum schlecht reden. Und die Zeiten sind bei mir lange vorbei. Und wenn ich 350 Fans habe, und ich darf ja jetzt, habt ihr, ja, natürlich habt ihr das gemerkt, ich darf ja seit 14 Tagen wieder Ticker setzen. Und da sind im Schnitt 80, 90 drauf. Ja, was machen denn die restlichen 250? Weg, 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 weg. Wer nichts tut, weg. Und da habe ich jetzt mal an diesem Wochenende richtig aufgeräumt. Und machen wir uns nichts vor, es steht ja immer noch an, dass zum 31.12. die Gruppen wegfallen. Es hat sich jetzt zwar wochenlang nichts mehr gerührt, aber das steht definitiv festgeschrieben von einem Mitarbeiter des Unternehmens in einer speziellen Gruppe. Und wir gehen davon aus. Ich kann euch nur sagen, solange wie die mich noch da drinnen lassen, ich werde das, was ich euch, und meine älteste Gruppe ist vom 30. Mai 2014, ich habe euch versprochen, ich versuche jeden Tag für euch da zu sein, und das werde ich, bis die da den Stecker ziehen für die Gruppen, werde ich das tun. Das habe ich euch versprochen. Und da, egal, ob wir jetzt in der virtuellen Welt sind und mir das alles am Popo vorbeigehen könnte. Nein, wenn ich euch was verspreche, dann halte ich es auch. Das wissen alle meine Freunde. Ich gehe mit euch durch jede Krankheit. Ich gehe mit euch durch jeden Krankenhausaufenthalt. Ich versuche immer, euch irgendwie zu motivieren und euch irgendwie das virtuelle Leben ein bisschen schöner zu machen. Und wisst ihr was? Weil ihr so tolle Menschen seid, macht mir das auch Freude. Das ist aus der Rubrik, eine Hand wäscht die andere und zweites Gesicht. Ganz einfach. Und das ist das, was die virtuelle Welt positiv ausmacht. Das andere da, was da läuft, das ist, möchte dieses Video damit jetzt nicht kaputt machen. So, ich komme noch mal ganz schnell zurück auf das, was die Dame geschrieben hat. Nun muss ich noch mal was loswerden. Oder überhaupt mal. Die meldet sich ganz selten so, was das Spiel betrifft. Ich habe selber ausprobiert. Ich habe selber ausprobiert, da bieten die an, erstens mal Weihnachtssets. Die Sets kriegt man auch wieder auf der einen Seite nur voll durch richtige Geschenke von anderen, teilweise 20 Kreditgeschenke. Das ist schon eine anständige Hausnummer. Nur um es mal gehört zu haben, ich kriege jetzt seit ungefähr 3 Wochen am Tag zwischen 0,96 und 1,20 täglichen Bonus. Gestern habe ich über 60 Kredits ausgegeben und dann steht kackfrech in der Übersicht, ich hätte 2,35 ausgegeben. Es ist unvorstellbar. Ich habe bei einigen immer gerätselt, warum die so komische Meldungen machen und sagen, hier und schon wieder und so weiter. Ich habe es nie verstanden. Seit ein paar Tagen weiß ich es. Das nur am Rande. Das soll ich aber nicht. Ja, und ich bin in das Spiel reingegangen. Jetzt werden gesucht, irgendwelche Zusätze, um Plätzchen zu backen. Die Plätzchen werdet ihr auch nie backen, wenn ihr nämlich nicht die Sets voll kriegt, weil da sind die Rezepte drin. Und weißt du, es ist, nee, es ist, nein, ich mache jetzt keine Wertung. Macht eure Erfahrungen und dann diskutieren wir vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt wieder. Aber ich habe geguckt. Und die blöden Blätter für die Herbstsammlung, die sowieso keiner mehr voll kriegt, die gibt es da in Haufen. Aber die anderen Sachen,
die jetzt euch helfen würden, um vielleicht das ein oder andere Weihnachtsset voll zu kriegen? Nix. Da könnt ihr eure letzten Kredits rausblasen. Und da jetzt noch der Kalender auch noch dazu. Um daran teilzunehmen, müsst ihr auch, wenn ich das richtig verstanden habe, Sterne haben. Die gibt's auch wieder nur gegen Kredits oder gegen Rubine, aber wer das macht, der ist ja ganz verrückt. Die Rubine sind stinkgeschweine teuer, da gehen Kredits ohne Ende raus und dann kriegt ihr ein paar Sterne, von denen ihr nicht wisst, was die euch bringen. So. Und das wurde hier zum Ausdruck gebracht. Und derlei Nachrichten gibt es in Hülle und Fülle. Also auch wieder ein Grund. Es gibt 99,9% der User, wenn die dann überhaupt alle noch da sind, die werden nichts erreichen. Und es gibt die Schönen und Reichen, das heißt die, die 5 Sterne sich selber verliehen haben und am besten kratzen und wischen können, die kommen dick und fett raus. Ja, wer hat die schönsten Möpse und zeigt am meisten davon? Die kommen auch gut raus, das ist eine andere, das ist die zweite Kategorie. Und die User, die ganz normal Freundschaft betreiben, Freundschaften pflegen, die werden niemals auch nur einen Blumenpott kriegen. Und jetzt sage ich euch mal noch was. Es ist etwas Phänomenales passiert. Ich habe euch ja gesagt, ich habe weit über 160 unbeantwortete Mails an diesen Betreiber geschrieben. Ja, alles, was betrifft auch die Mobbinggeschichten in allen Details und so weiter, nie eine Antwort gekriegt. Und sei, ihr wisst ja, es gibt zurzeit 4-mal am Tag werden bestimmte Ticker prämiert. Da gibt es dann 10 Zusatzpunkte und das bekomme ich schon seit über 2,5 Jahren nicht mehr. In den letzten 2 Jahren war ich ja überhaupt für sowas schon alleine, warte mal, 1,5 Jahre und dann nochmal 6. Also fast 12, fast 19 von 24 Monaten war ich gesperrt, um überhaupt mal sowas machen zu können. Und jetzt, ich gucke hier immer rein. Es gibt eine Liste, wo die 4-mal am Tag, aktualisiert wird, wo drin steht, wer gewinnt für welchen Chronikeintrag die 10 Punkte. Und in allen Kategorien, in denen ich poste, habe ich mehr als doppelt so viele Klicks und Kommentare wie diejenigen, die da die 10 Punkte kriegen. Und dann bin ich hingegangen und habe die Betreiber angeschrieben und dann habe ich eine Antwort gekriegt. Hallo Werner Heuss, vielen Dank für Ihre Anfrage. Derzeit erfüllen Ihre Ticker leider nicht alle Voraussetzungen, um vom System als wertvoll eingestuft zu werden. Zum Schutz vor Missbrauch können wir jedoch nicht alle Berechnungskriterien offenlegen. Ich habe euch gesagt, Zweiklassengesellschaft. Entweder du hast die 5 Sterne oder du hast sie nicht. So läuft der Laden. Es ist traurig. Es ist mehr als traurig. Ich habe, ehrlich Freunde, ich habe 3 Jahre lang Freunde, Bekannte, mir bekannte Personen, ich weiß nicht, wie viele 100 Leute habe ich reingeholt in diesen Laden. Wie viele positive Bewertungen habe ich geschrieben auf diversen Portalen. Ich habe alles gelöscht. Gott sei Dank habe ich das. Ich habe alles weggelöscht. Ich habe alles weggelöscht. Und habe mich bei Dutzenden Leuten entschuldigt, weil die wurden genauso schäbig behandelt wie ich selber. Nicht ganz so schlimm. Und ich sage, ich bin der einzige Überlebende aktuell. Nennt mir irgendeinen anderen User, der sich gegen dieses System immer noch auflehnt. Es gibt keinen. Alle anderen schweigen stumm. Ich nicht. Und es wird mir eine ganz besondere Ehre sein, wenn irgendwann mein Profil in Grau erscheint und dann 14 Tage später gelöscht ist. Weil dann wird es richtig lustig. Dann werden sie Onkel Werner richtig kennenlernen. Das hat aber mit euch jetzt nichts zu tun, sondern das ist nur an einen erlesenen Personenkreis von, naja, vielleicht, ich habe keine Ahnung, wie viele Mitarbeiter die da intern haben. 25 oder 30, keine Ahnung, plus die Betreiber selber. Ist keine Drohung, habe ich nicht nötig. Aber die Wahrheit kommt ans Licht. Und wo man die Wahrheit platzieren kann,
Wenn einer das weiß, dann ich. Und in YouTube können die mir gar nichts. In Facebook auch nicht. Ich weiß, ihr vermisst mich in Facebook, aber die haben mich darum gebeten, ich muss noch ein paar Tage die Füße stillhalten. Die überprüfen noch, ja, die gucken sich den Datenverkehr an, der auf meinem Profil auftaucht und gucken und machen. Das dauert seine Zeit. Das ist eben halt so. Und ich hoffe, oder da haben die mir auch versprochen, morgen zum 1. Dezember kann ich wieder rein und kann wieder gucken und euch wenigstens den Advent und so weiter wünschen. Es läuft alles wie, ja, schwuppdiwupps. Ihr Lieben, so, mein Gott, schon wieder 30 Minuten. Was erzählt der alte Mann da und so lange? Furchtbar, oder? Nee, nee, nee. Ich weiß, eine. Ob ihr jetzt gute Zeiten, schlechte Zeiten guckt, den Müll oder euch eine halbe Stunde den alten Mann anhört, ich finde, ich bin erheblich spannender. Vor allen Dingen realistischer. Im Moment kotzen mich die ganzen Zoops an. Da wird nur noch gesponnen, dass die Schwarte kracht. Aber egal, ihr Lieben, ich wünsche euch erstmal als allererstes eine so schön wie mögliche Adventszeit. Viele sind meiner Empfehlung gefolgt. Machtet euch ein bisschen schön, machtet euch gemütlich, machtet euch Weihnachten. Tut es für euch ganz einfach, denn ihr seid der Mittelpunkt in eurem Leben und handhabt das auch so. Glaubt mir, irgendwo braucht eure Seele auch Pflege. Und für all diejenigen, die mir immer wünschen, kommt noch mal zur Ruhe, macht euch keine Gedanken. Ich bin die Ruhe selbst. Oder habt ihr mich hier schon mal nervös hin und her zappeln sehen? Habt ihr mich schon mal ausrasten sehen? Habt ihr mich schon mal schreien hören über den 5SST? Nein, ich lache. Ich musste mal lachen. Es tut mir leid. Ich bin aber nicht irre oder sonst was. Keine Bange. Das wisst ihr auch ganz genau. Also, neben dem schönen Advent wünsche ich euch, natürlich heute ist Montag, dass ihr hoffentlich heute Morgen einen guten Start in die neue Woche gehabt habt. Ich war mit der Bahn in Hamburg zu einer Sprechstunde, habe da wieder ein paar Sachen geklärt, weil die kann ich wirklich nur in Hamburg klären. Das ist die einzige Möglichkeit, die es gibt. Und die Termine sind dünn und gerade in Corona-Zeiten und. Da bin ich sehr dankbar für, dass ich da dass ich das mitmachen darf, beziehungsweise dass ja, das System mir das zubilligt. Und von so her gesehen bin ich auch zufrieden, auch wenn es mir nicht gerade besonders gut geht, aber ist egal. Kommt gut oder seid gut in die neue Woche reingekommen, kommt noch viel besser durch. Jetzt geht alles nur noch, ihr wisst es selber, mit Riesenschritten. Gestern war der erste Advent. Schwuppdiwupp ist die Woche vorbei, dann ist schon der zweite Advent. Ihr wisst es selber, es geht zicki-zacki-zongi. Und schon steht das Christkind vor der Tür. Ja, jetzt als erstes mal der Nikolaus. Virtuell wird der Nikolaus spärlich ausfallen. Aber ich hau lieber jeden Tag meine Geschenke raus, denn wenn die mir heute, wenn ich mich jetzt einlogge, mein Account gesperrt haben, dann brauche ich nicht mehr bis Nikolaus. Dann kann ich Nikolaus eh nichts verschenken. Also raus damit. Und gut ist. Ja, das nächste Ziel, was ich noch habe, ist 2500, aber ich glaube, das ist unrealistisch. Aber man kann. Nein, ich mache ein anderes. 2222. So, wie lange dauert meine Verabschiedung jetzt schon? Ich weiß, ihr tretet mich jetzt gleich. Nochmal auf den Punkt. Ich wünsche euch eine schöne, besinnliche Adventszeit. Kommt gut durch die Tage. Seid gut in die Woche reingekommen. Kommt noch besser durch die Woche durch. Und vor allen Dingen sage ich euch, wie gewohnt, bleibt von Faktor C verschont und hier in der virtuellen Welt vom absoluten Wahn des 5-Sterne-Sonnen-Clan. Tschüss, ihr Lieben, toi, 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 habt euch wohl. Ich sag jetzt aber ganz fix, bis dann, ich hab euch lieb, euer alter Mann. Ciao, ciao, ciao.